In Sherlock Holmes Chapter 1 werden rassistische und sexistische Vorurteile dargestellt, die zur Zeit des Spiels. Okay. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Sherlock Holmes oder Holmes, glaube ich, spricht man es aus. Chapter 1. Ich freue mich sowas von auf dieses Spiel. Ich habe das irgendwann mal im Sale gekauft, im Epic Store. Ich glaube für knapp 15 Euro. Da ich ja erfahren habe, man bekommt es leider nicht auf CD. Ich hätte es gern auf CD gehabt. Da fällt mir gerade ein, Sinking City muss ich mir noch auf CD gönnen. Das ist auch ein großartiges Spiel gewesen von Frogwares. Ist übrigens von Frogwares das Game. Ein Studio aus der Ukraine. Und ja, das aktuelle Spiel ist tatsächlich Sherlock Holmes Awakening, wo ich mich auch sehr drauf freue. Ich bin so gespannt. Kommt leider auch nicht auf CD. Ich bin ein großer CD-Sammler. Aber ich will gar nicht groß lange drum rumreden. Ich werde mal einmal ganz kurz hier in die Einstellung reingehen. Einmal gucken, ob hier alles an ist. V-Sync ist an. Lalalala. Sichtweite, Maximum, das passt alles. Schatten, machen wir ruhig mal auf Mittel. Und Schwierigkeitsgrad, ich glaube, das lassen wir alles so, wie es ist. Das Geile ist, dieses Spiel ist, glaube ich, so ein bisschen wie Sinking City, nur im Sherlock-Holmes-Universum. Deswegen freue ich mich sehr darauf, weil The Sinking City spielt ja im H.P. Lovecraft-Universum, Cthulhu also und so, wo ich ein großer Fan von bin. Und kann ich jeden nur ans Herz legen. So, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht lange drum rum. Wir machen ein neues Spiel und dann geht's auch schon los. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, he sure looked grumpy. Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Traveling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. So, da sind wir auch schon. Hui. Okay, willkommen im Spiel. Benutze zum WASD, um zu bewegen, drücke die linke Maustaste zum Interagieren, L zum Überspringen. Okay, sehr schön, wir können uns hiermit bewegen. Ich weiß gar nicht, ob ich...
Habe ich Sinking City mit dem Controller gespielt? Ich bin mir da gar nicht sicher. Aber ich werde das, glaube ich, mal mit Maus und Tastatur ausprobieren. Aber ich glaube, das geht einigermaßen. Okay, mit Shift kann man rennen. Ich überspringe das mal. Wir können mit ihm quatschen. Ich schaue mich einmal um. Schauen einmal, ob alles läuft. Aber ich glaube... Huch, kleine Lags. Es ist Open World. Da freue ich mich sehr drauf. Es ist, wie gesagt, wie bei Sinking City. Man muss untersuchen. Ich glaube, man muss wirklich auch so die Straßennamen suchen und zu finden, wo man dann hin muss als nächstes. Also es wird, glaube ich, sehr großartig. Ob ich das ganz durchspielen werde, hier im auf YouTube, weiß ich nicht. Vielleicht, ich denke, ich gehe davon aus, da ich, wie gesagt, ein sehr großer Fan von dem Studio bin. Und ich hoffe, dass... es großartig wird und da gehe ich mal ganz stark von aus. Gut, ich würde sagen, wir spielen mal. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Okay. I follow the sound of your voice. Was ich mich frage, wie lange haben die denn bitte gebraucht vom unten vom Steg bis hier oben? Ist da jetzt komplett der Tag vergangen? Sind die so lange spazieren gegangen? Naja, egal. So, wir gucken mal. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. Palazzo de Lusos, okay. If you need something, sir, please inquire at reception. Okay, dann wollen wir mal. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. We just need your signature. Boah, wie cool. Alter Schwede, das wird bestimmt richtig geil. Ich freue mich. So, guten Tag. Would you kindly sign these papers, sir? Ja. There you are. Ah, Mr. Holmes, yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for two people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Welcome to Cordona. So, zurück auf Cordona. Sehr schön, so. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Ja, mit Sicherheit hat er eine gute Aussicht. Ich wollte mal eben einmal kurz, hupala, ich wollte einmal in die Optionen gehen. Ton. Sprachausgabe mache ich mal ein bisschen lauter. You already knew my name and seem aware of my doings here in Umgebung. Ansonsten mache ich es mal ein bisschen lauter. Ich werde das ja nochmal im Schnittbearbeitungsprogramm ein bisschen abändern. So, die ist die Putzfrau hier. Was ist hier? Hallo, guten Tag. Wir sind ja Sherlock Holmes. Für die Leute, die Sherlock Holmes nicht kennen, es ist ja ein Detektivspiel oder ein Detektiv Sherlock Holmes, der Mordfälle auflöst. Und er hat immer seine Kniffe und seine Tricks und tralala. Und ja, das wird, glaube ich, sehr großartig. Dunkle Rituale auf dem Friedhof. Und gleich, als ich um die Ecke kam, sah ich ihn, den Nekromanten. Er blickte sich nervös um, doch ich konnte mich rechtzeitig hinter meinem Grabstein verstecken. Mein gesunder Menschenverstand sagte mir, dass ich meine Beine in die Hand nehmen sollte, aber mein Pflichtbewusstsein Ihnen gegenüber, werte Leser, meldete sich lautstark zu Wort, selbst lauter als mein Überlebensinstinkt. Glücklicherweise bemerkte der Vampir mich nicht und fuhr mit seinen teuflischen Ritualen fort. Er erweckte eine Frau in ihrem Grab zum Leben und befahl ihr sogleich, zwei Männer zu töten, die in der Nähe waren. Doch küssten sie sich und vollzogen einen ganz und gar unheiligen Geschlechtsakt in dem kurz zuvor gehobenen Sarg. Stunden vergingen, bis schließlich der Mond langsam entschwand und die Liebenden sich in Fledermäuse verwandelten, um hinfortzufliegen. Es gelangte mir, eine Fotografie der Opfer anzufertigen, die jedoch bedauerlicherweise von der Polizei konfisziert wurde. Dunkle Rituale auf dem Friedhof haben wir gesammelt. Sehr schön. Ich freue mich auf die Geschichten, die sind bestimmt ganz cool. So, ich hoffe, ich bin laut genug. Ich höre mich gerade so ein bisschen leise. Ich weiß gar nicht, warum. Ich müsste mich mal lauter machen auf dem Kopfhörer. Ich mach das mal eben. So. Ja, so ist schon besser. So, dann schauen wir mal. Also, guten Tag, Sir. Would you like a drink, Sir? Would you like a drink, Sir? Ja, ich würde gerne was trinken. Aber anscheinend, was ist das denn? Okay.
aber ich kann anscheinend nichts trinken. Ich schaue mich trotzdem erstmal um, bevor wir ins Zimmerchen gehen, weil hier scheint ja was rumzuliegen. Pardon, Monsieur, but I am not in the mood to talk. Ja, ist ja kein Problem. Hier liegt ein Gehstock, den wir nicht aufnehmen können. Guten Tag, die Damen. Hallo. Mit dem können wir nicht quatschen, okay. Ich düse mal. Kommen wir hier rein? Nein. Aber hier ist ein Schildchen. Kann man da lesen, was draufsteht? Schade, man kann nicht lesen, was draufsteht. Da steht bestimmt schon was drauf, ne? Oder? Irgendwie eine Galashow, oder? Warte mal. Kalischu oder so? Naja, wir werden es erfahren. So, ich würde sagen, müssen wir hier nach oben zum Zimmer? Geht's hier zu den Zimmern? Oder wo geht's hier hin? Oh, ich mag's jetzt schon. Das Erkunden. Wie gesagt, wir kommen auch noch raus, ne? Das ist nur ein Hotelzimmer hier. Oder Hotelrooms? Guten Abend, die Damen. Und wir wissen ja... Ach ja, das sind die Zimmerchen. Und wir wissen ja... Ach, hier oben ist eine Band. Das ist ja witzig. Und sie fiedeln und fiedeln. Und wir wissen ja, was wollte ich sagen? Der Mörder war immer der Gärtner, ne? So. Schauen wir uns doch mal um. Ich weiß gar nicht, ob hier groß gekämpft wird, auch in dem Spiel. Guten Tag. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Oh. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary Marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Huch, wo kommt der denn ins her? Spähfisch gibt's heute. Mm. Der macht sich's ja auch gemütlich. Unser Zimmer ist noch nicht fertig. Let's check what they have on offer. Ja, aber natürlich. So, ich gehe trotzdem einmal drüben gucken. Weil wir ja schon die Zeitung gefunden haben. Habe ich eine große Hoffnung, dass wir vielleicht mehr finden? Okay, hier scheint aber nicht zu sein. Oh, hier geht's noch weiter. Wo geht's denn hier hin? Illustre Gentleman. So. Ich weiß auch nicht, ob das was für YouTube ist oder so, ne? Keine Ahnung. Vielleicht mache ich da auch ein Highlight draus einfach. Weil wenn das hier rauskommt, ist wahrscheinlich, Atomic Heart das Best of raus. Und dann könnt ihr ja mal drunter schreiben bei dem Atomic Heart Best of oder vielleicht habt das schon, was ihr davon haltet, eher so ein Best of zusammenzuschneiden, als wie ein komplettes Game. So, im Hotel liegen lassener Brief. Den lesen wir jetzt einfach. Werter James, ich habe Ihre Abhandlung über den binomischen Lehrsatz mit großem Interesse gelesen und obschon sich mir der Inhalt in Teilen nicht ganz erschlossen hat, so konnte ich dennoch feststellen, dass Sie mit großer Eifer geforscht haben. Ich kann Ihnen nun wärmstens empfehlen, Ihr Werk alsbald veröffentlichen zu lassen, da die Welt gewiss einer enorm praktischen Nutzen aus Ihren Methoden ziehen wird. Hochachtungsvoll, Professor Gilbert. Okay. Und ich werde das auch wahrscheinlich immer schön in meinem gemütlichen Kämmerchen aufnehmen. So für mich hier, weil ich bin ein sehr großer Freund von Frogwares. Ich mag die Spiele. Seit Sinking City muss ich sagen, großartig. Ich habe die Vorgänger Sherlock Holmes nie gespielt, muss ich sagen. Muss ich zugeben. Zu meiner Verteidigung. Die sollen aber auch großartig gewesen sein. Ich habe tatsächlich, welchen habe ich denn? Crimes and Punishment, glaube ich, habe ich. Aber noch nie gespielt. So, wir sind wieder in der Lobby. Ich würde sagen, wir gehen mal gucken, was auf der Speisekarte ist. Wo gucken wir das denn nach? Hier? Ach, hier ist das Schild. Guck mal. Jetzt steht das hier. Incredibles Luca Kalischi. Kalischi? Kalischi. Only Today. Magier, glaube ich. Oh, was ist das denn? Das stand doch gerade nicht hier. Aha. So, wo kriegen wir denn die Speisekarte her? Wir kriegen nichts angezeigt, ne? Das Spiel lässt uns freie Hand. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's Batch. Our poached eggs with Hollandaise sauce. Mm. Hey, Sherry. Just our luck.
A medium, John. Haven't we been through this already? Ein Medium? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a seance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! Huh. That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some and I'll find us a table. I'm starving? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some and I'll find us a table. I'm starving. Okay, ich würde einmal ins Menü gucken. Das machen wir hiermit. Gedankenspiele haben wir noch nicht. Mutterliebe? Ballmappe, weil das Spiel uns ja nichts erklärt, würde ich jetzt einfach mal auf eigene Faust hier nachgucken. Geschichte, Mutterliebe, Fälle, Cordona-Geschichten und archiviert. Ein Tisch für den Abend. John erklärt sich bereit, einen freien Tisch für uns zu suchen und bat mich in der Zwischenzeit an der Bar etwas von gratis Chiviché zu holen. Treffen mit dem Medium, nur hier und heute hält das berühmte Medium Luca Galici eine Seance ab. Werden Sie Zeuge, wie er die Geister von geliebten Verwandten und Berühmtheiten beschwört. John möchte, dass wir uns nach der Seance mit Mr. Galici unterhalten. Bis dahin müssen wir jedoch irgendwie die Zeit totschlagen. Ich werde mich an einen freien Tisch setzen, die Musik genießen und entspannen. Zurück auf Cordona. Ich bin auf Cordona, der Insel, auf dem ich meine Kindheit verbrachte, angekommen. Begleitet von meinem einzigen Freund John. Es ist spät am Abend, daher wäre es wohl besser, das Grab meiner Mutter erst morgen zu besuchen. Ich habe ein Zimmer im Hotel La Palazzo de Luso reserviert, Zeit, die Hotelrezeption aufzusuchen. Die Rezeption heißt mich im Hotel willkommen und teilt mir mit, dass Zimmer 221 im Obergeschoss für mich bereitsteht. Der Hotelbedienstete sagte, dass mein Zimmer noch nicht fertig ist. Das heißt, ich werde wohl oder übel ein klein wenig Zeit in der Lobby verbringen müssen. Entschuldigung, musst du gerade abhusten. So, dann haben wir noch Johns Tagebuch. Wieso haben wir eigentlich Johns Tagebuch? Haben wir nicht ein eigenes? So, Geschichte. Dunkle Rituale auf dem Friedhof und gleich, als die um die Ecke kamen. Achso, hier werden die Dokumente aufbewahrt. Das ist ja sehr schön. Faszinierend. Ich sollte Sherry dazu bewegen, das Vertrauen der Polizei zu gewinnen, damit wir mehr über Vampire in Erfahrung bringen können. Ach krass, das ist jetzt hinzugekommen, das hatten wir vorher nicht. Geht das auch weg hier? Achso. Werter James, hier steht aber nichts. Wir sollen also auch hier draufklicken. Okay, dann haben wir die Karte. Ach du Heiliger, was zum Teufel? Okay, das ist cool. Oh, ich werde es nie vergessen. Oh, für die Leute, die vielleicht im Stream das gesehen haben, bei Sinking City. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, die ganzen Straßennamen sind sehr wichtig. Denn es ist dann zum Beispiel in so gewissen Dokumenten steht dann, ich sage jetzt zum Beispiel, ja, sie finden es in der Albert Street, ne, die hier ist, Ecke Queen Street, hier zum Beispiel. Und da muss man, in diesem Bereich muss man dann was suchen, wo man hin muss. Das ist so geil, das wird so cool. Oh mein Gott. Oh Gott, ist das groß. Garderobe? Huch, wir können uns umziehen. Das ist ja witzig. Oh. Grün, rot. Was das wohl zu bedeuten hat. Vielleicht müssen wir uns noch verkleiden. Make-up, Schminke. Und ihn können wir, glaube ich, schwarz-schick verwegen. Ja, ab und zu wasche ich ihn. Warum fragst du?
Okay, Gedankenspiele, gut. Dann haben wir alles. Okay, also wir sollen was zu essen holen. Das machen wir nochmal eben. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. So, mal gucken, hat er einen Tisch gefunden? Ah, da hinten sitzt er, glaube ich. Sherry, doch, ne? I'm over here with my new Ursine companion. Ja. What are you waiting for? Put the dish down. Ja, hab ich ja schon. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? Ein kleines Spielchen? Was schwebt dir vor? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Warum soll ich mich darum kümmern? Deliver it to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. So, jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal tutorialmäßig haben, wie das funktioniert. So, jetzt können wir nämlich untersuchen. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the old English name meaning garlic place. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. Don't ask me about the cane. I was with you the whole time. You may have to ask other guests if they saw who was here. Sherlock kann Passanten zu Hinweisen befragen. Öffne mit C die Fallmappe, hefte mit X einen relevanten Hinweis an und sprich mit jemandem. Versuch's nun mit dem Gehstock. Wähle Details aus, um mehr zu erfahren. Details. Oh Gott. Für manche Entwicklungsschritte müssen Hinweise angeheftet werden. Beim Analysieren von Personen kannst du so relevante Eigenheiten aufdecken. Im Konzentrationsmodus erscheinen Spuren und bestimmte interessante Stellen nur, wenn du den dafür relevanten Hinweis angeheftet hast. Wenn Sherlock Informationen von Passanten erhalten möchte, kann er sie nur zum angehefteten Hinweis befragen. Du kannst Hinweise von der Fallmappe aus auf dem Bildschirm anheften. Dieses Symbol bedeutet, dass du den Hinweis anheften musst, um weiterzukommen. Drücke X, um den Hinweis anzuheften. Du kannst Hinweise auch direkt von der Benutzeroberfläche aus anheften. Drücke nach oben, um den Hinweis ohne Öffnen der Fallmappe anzuheften. Nimm die Hinweise des aktuellen ausgewählten Falls werden angezeigt. Achso. Blättere durch die Hinweise, bis du denjenigen gefunden hast, den du benötigst. Hefte den für den Konzentrationsmodus relevanten Hinweis an, wenn dieses Symbol im Interface erscheint. Siehe in der Fallmappe nach, welchen Hinweis der richtige sein könnte. Okay, Fallmappe. Oh Gott, was? Alle Fälle, die Sherlock Holmes annimmt, werden in der Fallmappe aufgenommen und in Kategorien unterteilt. Drücke C, um die Fallmappe zu öffnen. Benutze die Liste links, um einen Fall auszuwählen und alles darüber zu lesen. Die Informationen sind in der Fallmappe als Hinweis hinterlegt. Also da sind die Hinweise. Hinweise sind für deine Ermittlung von entscheidender Bedeutung, da sie wichtige Informationen wie Namen und Adressen enthalten. Du wirst benachrichtigt, wenn ein Hinweis aktualisiert wurde. Siehe dann in der Fallmappe nach. Ausrufezeichen. Dieses Symbol in der Liste bedeutet, dass ein Hinweis aktualisiert wurde. Hinweise können mit zusätzlichen Symbolen versehen sein, die Aufschluss darüber geben, wie du vorgehen musst. Ort suchen, Personen in der Nähe befragen, Hinweis anheften. Gut. Karte, setze eigene Markierung, um dich besser auf der Insel zurechtzufinden. Drücke, um ortsrelevante Hinweise auf deiner Fallmappe auf der Karte zu setzen. Die Auswahl der Markierung hängt davon ab, welcher Fall in der Fallmappe ausgewählt ist.
Wähle daher erst den gewünschten Fall in deiner Fallmappe aus. Du kannst den Hinweis auch direkt von der Fallmappe aus auf die Karte setzen. Willst du einen Ort unabhängig von einem bestimmten Fall auf der Karte markieren, kannst du eine Kompassmarkierung setzen. Drücke R, um eine Kompassmarkierung zu setzen. Es kann sich immer nur eine Kompassmarkierung auf der Karte befinden. Klar, logisch. Für Ermittlungsschauplätze gibt es ein besonderes Symbol, dessen Farben einen Ermittlungsfortschritt wiedergibt. Schauplatz muss untersucht werden, ist grau, gelb, Schlüsselhinweise erhalten, grün, alle Hinweise erhalten. Es werden nur die Markierung von Ermittlungsschauplätzen des aktuell in der Fallmappe ausgewählten Falls angezeigt. Das Symbol wird entfernt, wenn der Fall abgeschlossen wurde. Manche Schauplätze in der Stadt werden immer auf der Karte angezeigt, während andere erst entdeckt werden müssen. Zur erstgenannten Kategorie gehören staatliche Gebäude, Märkte und Brücken, zum Beispiel Rathaus, Markt, Brücke. Für deine Ermittlung relevante Schauplätze, Schnellreisepunkte, Händler und Sehenswürdigkeiten erscheinen erst dann auf der Karte, wenn Sherlock in der Nähe ist. Kleidungshändler, Abtei von Cordona und alte Ruine. Alle von dir gesetzten Markierungen, Fallmarkierung, Kompassmarkierung und Schnellreisepunkte werden auf dem Kompass im Interface angezeigt. All diese Markierungen werden auf dem Kompass angezeigt, sobald du in der näheren Umgebung bist. Die Hinweismarkierungen sowie die Kompassmarkierungen werden hingegen immer angezeigt. Der Balken unter den Kompassanzeige ändert seine Farbe, wenn sich Sherlock einem wichtigen Schauplatz nähert. Schnellreise. Sobald du einen Schnellreisepunkt entdeckt hast, kannst du dich von der Karte aus dorthin teleportieren, sofern du nicht gerade in einem Gebäude befindest oder in etwas Wichtigem in der Geschichte ereignet. Um zum Schnellreisen die Karte zu öffnen, kannst du außerdem überall in der Stadt mit Rikschas interagieren. Ausrufezeichen erscheint, wenn dieser Ort etwas Interessantes zu bieten hat, zum Beispiel eine neue Quest. So, Konzentration. Ach du Heiliger, was zum Teufel? Ich lese das später durch, wenn ich das mal brauche. So, Fallmappe, Mutterliebe. Ich habe das Essen. Mal sehen, ob John einen guten Platz für uns gefunden hat. John hat auf unserem Tisch einen extravaganten Gehstock gefunden und möchte, dass ich ihn mir einmal genauer ansehe. Gefundener Gehstock. Der Gehstock wurde aus Ebenholz gefertigt und weist eine erstaunliche detaillierte Gravur in Form einer Knoblauchzwiebel auf. Höchstwahrscheinlich das Familienwappen des Besitzers. Als Griff dient ein Kopf einer goldenen javanischen Statue im Wayang-Stil, die vermutlich aus dem Tempel gestohlen wurde. Der Gehstock samt Griff ist so schwer, dass man mit ihm durchaus Knochen brechen könnte, wenn man ihn kräftig genug schwingen würde. Tatsächlich weist er zahlreiche Spuren einer solchen oder ähnlichen Verwendung auf, was darauf hindeutet, dass der Besitzer nicht besonders pflegeleicht mit ihm umgegangen ist. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass dieser wertvolle Gehstock höchstwahrscheinlich einem englischen Adligen gehört. John möchte, dass ich den Besitzer finde. Um dies zu bewerkstelligen, muss ich die anderen Gäste in der Lobby befragen, wer von uns an unserem Tisch gesessen hat. Also anheften müssen wir den. Kann ich wie machen mit X? Habe ich gemacht. Und andere Leute müssen wir befragen. Ist das Symbol? Sieht man immer. Also Leute, ne, ist anfragen und wir müssen uns anheften. Ganz wichtig. So. Dann würde ich sagen... Ja, das hatten wir ja schon. Also es geht wahrscheinlich weg. So, andere Leute befragen. Ich frage mal. Guten Tag, Ladies. Die kann ich doch... Could you help me? Of course. Stop me when you've had enough. Der gefundene Gehstock. Von uns saßen drei Personen an unserem Tisch. Ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist. Aber der Marineoffizier hat sich wohl in den Vordergarten begeben, um Luft zu schnappen. Ich muss ihn finden. Well, even with your keen senses, aha, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Wette mit John. So, drücke Q, um den Konzentrationsmodus zu wechseln. So und
und so Details über dein Ziel zu erfahren. Vergiss nicht vorher, den dafür relevanten Hinweis anzuheften, da sonst einige Details nicht angezeigt werden. Versuche, den ehemaligen Marineoffizier zu finden. L überspringen? Q.